Rob, Alter, eine Sache wollte ich noch sagen. Mhm. Verkack's nicht. Ich gucke mir super gerne Stand-Up-Comedy an, bin aber noch nie auf die Idee gekommen zu denken, ich könnte auf einer Bühne stehen und irgendwie Witze erzählen und Leute zum Lachen bringen. Bis heute. Robin, Junge. Na? Felix, ist klar? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auf geht's. Bring it. Wie lange machst du jetzt schon Comedy? Comedy so seit 3 Jahren ungefähr. Ich glaube so, dass ich gut davon leben kann, also richtig hauptberufmäßig seit 2 Jahren. Aber wie kommt man da hin? Also ist das einfach so, du bist morgens aufgewacht und gesagt, ey, ich bin eigentlich ziemlich lustig, ich stelle mich mal auf eine Bühne und mache jetzt Stand-Up? Ich habe irgendwann mal was geschrieben, es auf einer Bühne vorgelesen, es kam gut an. Und dann habe ich gemerkt, dass das geil ist, auf einer Bühne zu stehen und Witze zu erzählen. Und dann irgendwie 10 Jahre später war es dann mein Job. Hier ist eine von den Türen, die keinen Schlüssel brauchen, können wir einfach rein. Komm rein. Guck mal, Rob, weißt du, was das ist? Eine Bühne. Oder? Ja. Ich setz mich da erstmal hin. Ich mache jetzt mal hier einen von 2 Zuschauern. Ich muss ja wissen, wo ich hier überhaupt arbeite. Womit du arbeitest. Womit ich arbeite. Das ist jetzt dein Mikro. Ah, vielen Dank. Klassisches Rexona Deo. Hallo, hallo. Ja, und jetzt zeig mal, was hier, wie für dich Comedy aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie komme ich überhaupt raus? Stell ich mich einfach hier hin und sag hallo, ich bin Robin. Steht man? Sitzt man? Läuft man? Guck mal, es gibt eine Eselsbrücke. Mhm. Das heißt Stand-Up-Comedy. Ah. Ich bin auf der Bühne meistens so, dass ich das Mikro meistens relativ weit unten halte, ja. Und dann habe ich hier so entweder eine Hand in der Hosentasche oder dann habe ich die frei zum Gestikulieren. Das ist einfach so, wie du dich wohlfühlst. Was ist dir persönlich denn lieber? Einfach von einer kleinen Crowd aufzutreten oder vor 10.000 Leuten? Mehr Leute sind immer besser. Okay. Warum? Weil dann mehr lachen oder? Ja, es gibt so ganz andere Synergien im Publikum, so, die fühlen sich auch viel anonymer, das ist einfach mehr Stimmung. So. Interagiert man mit den Leuten? Also gerade wenn es so wenig sind, sagt man dann, spricht man die dann direkt an? Wenn du so mit Leuten quatschst aus dem Publikum und die zum Lachen bringen willst und so, dann nennt man das Crowdwork. So, dann Crowdworke doch mal. Okay, wo kommst du her? Ja, ich komme hier aus Berlin. Okay, ich nicht. Ist alles unendlich viel, unendlich viel. Krass. Ja, du hast dich entschieden für Rolex und T-Shirt mit Löchern drin. Ja, das ist ein Pulli und ja. Wenn du die Rolex verkaufst, kannst du dir vielleicht auch einen Pulli leisten, der noch heil ist. Ja, der war auch so schon teuer. Ja, keine Ahnung. Ja, oder anders, das ist halt echt nicht lustig. Aber die Frage ist ja, also, wenn ich so Crowdwork mache, habe ich dann schon direkt ein Setup und eine Pointe im Hinterkopf? Oder ist das wirklich einfach, ich stelle eine Frage und gucke, was kommt und dann... Also gutes Crowdwork ist schon wirklich spontan. Okay. Also frag mich irgendwas, von dem du hoffst, dass es eine witzige Antwort geben könnte oder wo du auf meine Antwort was Witziges sagen könntest. Wie reagiert man denn darauf, wenn man quasi gezwungen ist, Crowdwork zu machen, weil eben jemand aus dem Publikum heckelt, also einfach irgendwas reinruft? Ja. Also du bist der Chef im Raum in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und du darfst da nicht anfangen, dass die Mäuse da auf den Tischen tanzen. Du musst irgendwie die Kontrolle bewahren. Ich hätte jetzt von mir eigentlich eher gedacht, dass ich schon spontan lustig sein kann, weil ich ganz oft Leute zum Lachen bringe in spontanen Settings, wenn das einfach so passiert. Aber da erwartet natürlich auch keiner, dass ich lustig bin. Aber sobald hier Leute sitzen und die Kamera läuft und alle irgendwie denken, so jetzt kommt ein richtig geiler Brüller, da dann auch zu liefern, finde ich, also da sofort irgendwie alles dicht. So Rob, Thema Spontanität will ich dir Stand jetzt erstmal eine 4- geben, großzügigerweise. Aber das Gute ist, wir müssen eigentlich spontan sein heute. Wir schreiben dir jetzt was, okay? Komm. Come on! Also, vielleicht nochmal ganz kurz. Du trittst da später auf. Das ist so ein Open Mic. Da treten irgendwie, ich weiß nicht, 10 Comedians auf oder sowas. Oder eher Leute, die mal Comedians werden wollen. Die zahlen kein Geld, die Leute im Publikum. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, die wissen, da sind Anfänger oder Leute, die Profis sind, aber neues Material testen wollen. Okay. Okay. Ist auch für dich quasi eine Teststation. Ja, genau. Wenn ich neues Zeug habe und ich weiß, ob es witzig ist, gehe ich da hin und probiere es aus. Worüber willst du reden? Was funktioniert denn am besten? Mein Gefühl ist, wenn ich mir so Stand-Up von anderen Leuten angucke, ist das, was am besten funktioniert, ist eigentlich eigene Geschichten. Also Sachen, ja, die so ein bisschen aus dem echten Leben kommen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas, was interessant ist für die Leute. So zum Beispiel, du bist YouTuber. Das würde mich jetzt interessieren, wie es ist, ein YouTuber zu sein. Okay. Als Publikum beispielsweise. Ich habe Schauspiel studiert. Ja. In Los Angeles, ich bin extra nach Hollywood gezogen dafür. Mhm. Ich hatte eine richtig große Rolle. Mhm. Ich habe in der Lindenstraße einen YouTuber gespielt. So. Guck mal, da kann man auf jeden Fall schon mal den Gag machen. Ich habe mich selbst gespielt und das nicht mal gut.
weiß nicht, so Klassiker, Suffgeschichten, hast du eine lustige Suffgeschichte? Leider gar nicht. Also ich hab wirklich nur eine einzige, weil ich, bis ich 21 war, keinen Alkohol getrunken habe. Ja. Aber dann mit 21 musste es dann sein. Und dann haben natürlich alle Freunde gesagt, so pass auf, wir fahren jetzt nach Vegas. Ja. Und da geht's dann ab. Ja. Und ich weiß noch, wie wir im Club waren, aber ich weiß nicht, was dann passiert ist. Und ich weiß einfach nur noch, wie ich in einem Casino auf dem Boden lag und die Security uns gebeten hat, bitte das Casino zu verlassen. Okay. Das ist so die krasseste Alkoholgeschichte, die ich habe. Ist auch die einzige. Ja. Das Blöde an der Geschichte ist halt, dass genau der Teil, der witzig ist, fehlt. Ja. als Influencer zum Beispiel, seitdem ich das beruflich mache, keine warme Mahlzeit mehr gegessen. Nicht, weil ich damit kein Geld verdiene, ich bin super reich, sondern weil ich einfach immer das perfekte Foto vom Essen machen muss. War nicht gut. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wenn man irgendwie sowas macht, wie ich habe meinen Eltern erzählt, ich mache Internetvideos und die waren voll stolz auf mich und haben gesagt, ey, wir unterstützen dich und finden wir ganz toll, dass du deinen Traum lebst und mach das so. Und ich so, ja, ich mache halt Videos im Internet. Und meine Eltern waren dann doch sehr enttäuscht, als sie irgendwann rausgefunden haben, dass es keine schwulen Pornos sind. Danach musst du halt auf jeden Fall sagen, so gerade mein Vater. Oh. Das ist ein guter Gag, Alter. Ja, ja. Kannst... So, Rob, bisher haben wir ungefähr 17 Sekunden. Mhm. Mit Lachern 18. Wenn überhaupt, wahrscheinlich mit Lachern 16. Wie kann ich, das finde ich auch eine spannende Frage generell, wie macht man denn jetzt einen Gag, der für die Masse tauglich ist? Ja, guck mal, so ein Witz ist so aufgebaut, jetzt so technokratisch gesehen, so, du hast quasi ein Setup oder so eine Prämisse und dazu dann eine Punchline. Wenn so ein spezielleres Ding ist, jetzt weiß ich was, ja, hier, wenn ich bei Instagram das und das mache, so, dann musst du das halt entweder erklären, damit die Leute verstehen, worum es geht und warum das nächste, was du sagst, witzig ist. Mhm. Oder wenn es zu speziell ist, dann einfach nicht drüber reden. Okay, dann könnte man auf jeden Fall sagen, meine Eltern waren dann irgendwann beruhigt, als sie rausgefunden haben, dass ich Influencer bin. So, weil ich drehe zwar keine schwulen Pornos, aber ich prostituiere mich halt wenigstens. Gerade meine Mutter, weil sie immer wollte, dass ich in ihre Fußstapfen trete. So, das ist ein guter Gag. Geh das mal an deinem Kopf ein bisschen durch. Ja. Dann machen wir gleich mal sowas wie eine Bestandsaufnahme. Gucken, wie viel Zeit wir schon haben und wie viel wir noch füllen müssen. Ja, und ich mache YouTube. Ich bin YouTuber. Und ich bin kein Stand-Up-Comedian, ich mache YouTube. Na, genau, ich bin kein Comedian, ich bin YouTuber. Und der Fakt, dass ich euch das sagen muss, sagt vielleicht viel darüber aus, wie meine Karriere so läuft. Ich bin so, in der Schule haben Magic-Kartenspieler mir die Federtasche geklaut. Ja. In der Schule haben Magic-Kartenspieler mir die Federtasche geklaut. Und reingepisst, finde ich noch witzig. Und reingepisst. Scheiße. Sag es! Sag es! In seine Schwanz. Beziehungsweise seine Schwanzstapfen. Ja, aber bis dahin ist erstmal cool, glaube ich. Ja. Das machen wir jetzt mal auf Zeit alles. Okay. Okay, tralalala, hier ist für euch Rob Bubble, meine Damen und Herren. Wee, wee. Kommst auf die Bühne, gibst dem Moderator die Hand, gibt dir das Mikro, er geht hier an die vorbei, legt deinen Scheiß dahin. Hey, ich bin Rob Bubble. Ja, ich weiß, das ist ein Scheißname für jemanden, der kein Kindersekt ist. Als meine Eltern gehört haben, dass ich Influencer bin, da waren sie wieder stolz. Dass ich Influencer bin und mich prostituiere. Genau, dass meine Eltern gehört haben, dass ich Influencer bin und mich für Marken prostituiere, da waren sie wieder stolz. Besonders meine Mutter. 4,37. Man rechnet noch 40% drauf für Lacher. Also sind wir jetzt bei 5,5 bis 6 Minuten. Bei mir rechnet man 10% drauf für Lacher. So, wir haben jetzt in 2 Stunden dieses 5-Minuten-Programm geschrieben, Felix und ich, beziehungsweise Felix hat das meiste geschrieben. Ich habe viel gelernt in der Zeit auf jeden Fall. Aber es ist in einer Stunde und ich muss das ja dann auch auswendig können. Jeder Punkt muss sitzen. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir was haben, aber ich bin mal gespannt, ob ich es auch wirklich so auf die Bühne bringen kann, wie ich es mir vorstelle. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Venue. Hast du vor sowas noch Lampenfieber? Manchmal. Also wenn ich neues Zeug mache, bin ich schon noch aufgeregt. Wenn ich jetzt einfach so einen ganz normalen Auftritt wie einen anderen mache, dann nicht mehr. Was ist der größte Auftritt, den du bisher hattest? XXL Night in Köln vor 15.000. Krass. Ja. Da war ich aufgeregt. Also wie viel Publikum brauche ich, um davon leben zu können? Also wird das jetzt reichen, wenn ich in jeder Stadt irgendwie 1.000 Leute habe, oder müssen es schon irgendwie 10.000 sein? Wenn du in jeder Stadt 1.000 Leute hast, dann bist du gut dabei schon. Dann kannst du dir 3 Rollis um jeden Arm binden. Okay.
Okay, Leute. Herzlich willkommen bei Chevy Comedy. Schön, dass ihr euch alle hier reingequetscht habt. Da freue ich mich sehr drüber. Wir haben hier eine kleine Comedy-Show. Habt ihr da ein bisschen Bock drauf, Leute? Wir haben so mit irgendwie 8 bis 60 Leuten oder so haben wir geredet. Und jetzt sind hier so 200 im Raum. Jetzt muss ich natürlich gleich hier den ganzen Raum zum Lachen bringen. Geht gleich los. Rob, Alter. Eins wollte ich noch sagen. Verkack's nicht. Verkack es nicht. Es geht um alles. Dein Leben hängt davon ab. My Rolly don't tick tock, it just glide. Keep staring at it and you might go blind. Hier ist für euch Rob Bubble. Mein echter Name ist Robin Blase. Das ist schwedisch für ich bin ein harter Nerd und werde immer Jungfrau bleiben. Und ich habe auch Eltern, die mich lieben und die mich unterstützen. Und als ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich jetzt Videos im Internet mache, haben meine Eltern gesagt, wow, also es ist 2018, das verstehen wir voll und ganz, wir stehen voll hinter dir, mach Videos im Internet, mein Junge. Gut, sie waren dann ein bisschen enttäuscht, als sie herausgefunden haben, dass es keine schwulen Pornos sind. Besonders mein Vater. Der hatte immer gehofft, dass ich irgendwann in seine Fußstapfen trete. Oder Schwanzstapfen, wie ihr sagt. Ich bin Influencer, so nennt man das ja auch. Das heißt, ich habe eine Reichweite und die verkaufe ich an Unternehmen. Und die geben mir dann dafür Geld. Und als meine Eltern herausgefunden haben, dass ich mich verkaufe und mich quasi prostituierte, da waren sie wieder sehr stolz. Besonders meine Mutter, weil sie immer gehofft hat, dass ich irgendwann in ihre Fußstapfen trete. Und ja, man sagt ja über uns Influencer immer, dass wir mega Follower-geil sind. Und da möchte ich einfach nur eine Sache zu sagen. Ich heiße Rob Bubble auf Instagram. R-O-B-U-B-B-L-E. Bei mir schreiben die Leute zum Beispiel ganz oft Hurensohn. Und ich gehe dann darauf ein und sage, hey, vielen Dank für dein Feedback. Und dann ist die Antwort meistens, boah, voll krass, dass du mir geantwortet hast. Ich bin voll der Riesenfan. Ey, kannst du mich mal grüßen? Ja, kann ich. Kostet 10.000 Euro. Falls einer von euch, ne? 10.000 Euro. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Schauspieler. Ich bin nach L.A. geflogen, das hat richtig viel Geld gekostet. Ich habe in L.A. gelebt, in Los Angeles. Die Schauspielschule hat 36.000 Euro gekostet. Oder wie ich jetzt heute sage, 3,6 Grüße. Das ist eine Sache, die ich euch gerne noch mitgeben möchte. R-O-B-U-B-U-B-B-L-E. Ich wollte übrigens nicht wundern wegen den Kameras, die hier gerade waren. Die sind nur von N24 und drehen hier gerade eine Hitler-Doku, aber ich bin der Star. Rob Bubble. Und den habe ich heute einfach innerhalb von 3 Stunden zu einem Stand-Up-Comedian gecoacht. Das war sein erster Auftritt ever. Ein riesiger Applaus bitte für Rob Bubble. Hallo, mein Junge. Gut. Wie war's für dich? Was meinst du? Ey, echt viel Spaß gemacht. Nee, es war auch wirklich gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, vorhin habe ich kurz gezweifelt. Und mit kurz meine ich lang. Den ganzen Tag eigentlich. Ich zweifle jetzt immer noch. Aber nee, war super. Also absoluten Respekt. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich noch aufgeregt bin. Normalerweise nicht, aber an deiner Stelle wäre ich, glaube ich, gestorben. Also von daher Respekt und R-O-B-B-U-B-B-L-E. Ich bin durchgekommen, die Leute haben viel gelacht. Ich habe, glaube ich, echt gerade so eine kleine Liebe zur Stand-Up-Comedy gewonnen. Also ich hätte auch Bock, das mehr zu machen, dann vielleicht noch mit ein bisschen mehr Coaching und noch ein bisschen viel mehr Übung da drin, auch Texte zu schreiben. Aber so zum ersten Mal mit der Unterstützung von Felix, muss ich sagen, bin ich echt froh, dass ich es gemacht habe und auch echt ein bisschen stolz. So, während ich zu Hause am Schreibtisch schon an dem nächsten Comedy-Programm sitze, hier drüben gibt es eine weitere Folge Follow Me Reports, hier drüben ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk und denkt dran, Follow Me Reports abonnieren, like das Video, wenn es euch gefallen hat und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so zum Thema Stand-Up beizutragen habt. Geile Gags, ab in die Kommentare.